Aber wir kommen hier nicht von 40 auf 68, habe ich das Gefühl. Also irgendwie klappt das nicht. Ich habe schon alles versucht hier, alles irgendwie. Ich glaube, wir haben sogar beeinflusst. Wir schauen mal, ob das noch geht. Nö. Also das ist offenbar ziemlich schwierig. Und zwar wegen der mevarischen Grundsteuer, denke ich mal. Anscheinend sind sie schon zu groß, richtig? Heißt das, dass die einfach schon zu groß sind? Ich werde doch dem hier keine Provinzen geben. Hä? Ich werde doch dem keine Provinzen geben, wenn er nicht vassalisiert ist von uns. Was wir machen können, ist aber ihm hier zum Beispiel, ihm könnte man Provinzen geben. Dann dauert zwar die Annexion wieder nochmal länger. Aber dann denke ich mal, ist die aggressive Expansion nicht so schlimm. Wir probieren das einfach mal. Ich will jetzt Krieg führen. Endlich. Wir wollen endlich Krieg führen hier. Dili ist ja eh nichts. Der kann ja eh nichts mehr. Er hat... Oh, er ist jetzt doch mit Belutschistan ist er verbündet. Belutschistan. Wir schauen erstmal, ob die mitkommen würden. Belutschistan kommt mit. Belutschistan hat, man hat auch nochmal ein paar Verbündete. Ah, Belutschistan kommt nicht, kommt mit. Vorhin wäre es noch besser gewesen. Belutschistan hat 10.000 Einheiten, ist jetzt auch nicht so schlimm. Könnte man wahrscheinlich mit 38 nach links und mit 38 nach rechts. Die Vasallen machen dann den Rest. Didi hat ja auch nicht mehr viel. 18.000 locker. Überhaupt kein Problem. Gut. Dann machen wir kurz speichern. Und sichern. Und legen mal los. Bring euch schon mal hier rüber. Dass ihr gleich mal hier einfallen könnt. Hat er momentan den Krieg? Nein, leider nicht. Dann werden wir uns gleich Dili schnappen. Produktionsforschung fehlerhaft. 50 Machtpunkte verlieren oder Prestige. Wir machen lieber Machtpunkte. Auch wenn es wieder verpönt ist immer. Verrat gegen Meva. So, wir teilen uns auf. Dann 38. Hier ist kein Platz, hier ist auch keiner. Wir müssen dich auch nochmal aufteilen. Dann müssen wir unsere Burgen hochfahren. Wir haben momentan fast 20% Professionalität. Das heißt, wir können dreimal 20 Rekruten ausheben. Gut. Alle in Position. Brauchen eigentlich die Burgen brauchen auch eine gewisse Zeit, oder? Bis die hochgefahren sind. 47%. Garnison ändert sich. Oh, das dauert ja ewig, bis sie hochgefahren sind. Bei 2000. Pff. Meine Güte. Das dauert lang. Na gut, wir greifen jetzt mal an. Der kommt ja sowieso hier nicht rein. So schnell kann der gar nicht schauen. Wir brauchen nämlich Didi. Krieg erklären, Eroberung von Didi. Er kommt mit. Bei uns kommen auch ein paar mit. Nepal kommt nicht mit. Sikkim. Ich hab, Sikkim war irgendeine kleine Provinz hier drüben. Ja. Okay. Auf geht's.
Hier können wir... Oh, hier können wir gar nicht rein. Der ist noch nicht mit dabei. Jetzt ist er dabei. So, ihn erwischen wir gleich mal. Dann haben wir ihm gleich mal die Truppen weg. So schnell es geht. Wir können nicht weiter. Hier können wir runter. Hier ist eine Burg und hier oben ist auch eine Burg. Dann stellen wir uns erstmal hier rein. Ach, hier komme ich auch nicht hoch. Ja, dann warten wir hier unten. Dann hier drin haben wir zwei Burgen. Aber ich hoffe nur, dass das mit der aggressiven Expansion dann klar geht. Oh, die ist schon durchbelagert. Das war schnell. Burg. Wo ist eine Burg? Hier unten ist eine Burg. Das sind 18.000. Dann kümmern wir uns erstmal um die hier. Aber marschieren mit den anderen raus hier. Wir bräuchten einen Anführer. Ich kann jetzt hier nicht wechseln. Aber da sind wir schon bei 7%. Das heißt, wir warten mal eben ab. Dann werden wir uns die 19 holen. Er läuft jetzt hier hoch. Was macht er denn? Greift er ihn hier an? Nö. Na gut, ich lasse mich nicht ablenken. Wir werden erstmal die ganzen Provinzen belagern. Hier sind wir durch, dann hier oben noch. Ah, jetzt ist unser General gestorben. Darf doch nicht wahr sein. 1000 haben wir ihm hier weggeschnetzelt, schnell. Moment, waren wir hier nicht gerade eben bei 7%? Jetzt sind wir bei minus 21. Wir holen uns einen zweiten General. Und hoffen auf das Beste. Sehr schön. So gut ist er gar nicht. Der hat ja nur beim Marschieren hat er gute Werte. Der ist jetzt wirklich nicht so toll. Ärgerlich. Na gut. Schade. Und auch beim Belagern hat er keinen guten Wert. Hier oben komme ich nicht rein. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Muss sich die KI an die Burgen halten? Wurde das schon mal geändert jetzt? Stopp! Oder kann die immer noch marschieren, wie sie lustig ist? Oh, wir können uns vielleicht die hier oben holen. So. Tja, da kommst du aber jetzt zu spät, mein Lieber. Da kommst du jetzt zu spät. Wir haben irgendeine Belagerung gewonnen, hier drüben. Das heißt, er kann jetzt hier rein und wir gehen hier rein. Hier oben. Ach, hier ist Ödland. Ich komm hier nicht rein. Wo ist seine nächste Burg? Hier drüben. Jetzt sind wir auch durch. So, jetzt könnten wir uns eigentlich erstmal zusammentun und die 18.000 wegschnetzeln. So, also wir teilen uns mal auf. Jetzt sind hier oben, was ist denn das? Belutschistanische Bauern. Eigentlich Musik jetzt im Hintergrund. Ganz leicht im Hintergrund hört man es.
Was ist das denn? Oh, Institution fördern. Wir machen das. Wir haben ja eh viel Kohle. Wir machen das gleich mal. So. Und dann können wir aber jetzt hier 38%. Jetzt können wir aber schon noch mal Technologie auch fördern. Wobei wir jetzt auch noch dann Punkte brauchen für die Kernprovinzen. Wobei, nee, scheiß drauf. Wir machen das. Alles wird gefördert. Alles wird erforscht hier. Und eine neue Militäridee könnten wir auch noch machen. So. Also, wir marschieren mal hier rüber, holen uns die 18.000. Während hier die Rebellen rumlaufen. Aber eigentlich können die ruhig hier rumlaufen. Habe ich jetzt kein Problem damit. Wir können das ruhig machen. Mal schauen, ob wir den Belutschistan schon rausbekommen. Er wird schon rausgehen, wenn wir ihm einfach nur vielleicht Kriegsreparation oder so abverlangen. Oder irgendwas entlassen. Verträge aufkündigen mit Delhi kann er machen. Mit Punjab geht leider nicht. Und ein bisschen Geld. Überhaupt kein Geld. Gar nichts. Tatsächlich. Na gut. Also Kriegsreparation. Er geht jetzt raus. Dann soll er sich alleine um seine Kollegen kümmern. Moment, du läufst natürlich nicht hier oben durch, sondern hier oben durch. Er verschwindet hier. Die 17. So, wurde hier noch weiter belagert von irgendjemandem? Hier unten stehen 3000. Da muss man sich wieder komplett alleine drum kümmern. Sehe ich das richtig? Jaina fordern Schulden zurück. Haben wir Schulden bei denen? Gilden müssen ihre Schulden bezahlen. Produktionseffizienz minus 10%. Der Stand gewinnt Loyalität und Einfluss. Und Weischer verliert. Oder wahrscheinlich umgekehrt. Oder wir zahlen die Schulden. Wir können die Schulden leider nicht bezahlen. Einer von denen muss das jetzt machen. Von den Werten wäre es günstiger, wenn es wenn Jaina hier die Loyalität und den Einfluss verliert. Kann ich jetzt auch nichts machen. Aha, da haben wir ja noch jemanden. Guck an, die wir hier mitnehmen können. Ah, hier oben ist auch noch was. Das gehört auch noch alles zu Didi. Und hier stehen nochmal 13.000 einfach mal so rum. So, 99%, wir holen uns die Provinz zurück. Und dann bin ich jetzt endlich mal gespannt, was hier denn rauskommt.
an aggressive Expansion. Ich hoffe nicht viel. Eine Provinz noch. Gut. Jetzt pass mal auf. Wenn wir Dili nehmen würden. Dili. 212, 116, 18, 80 und Belutschistan 51. Belutschistan wäre überhaupt kein Problem, weil die ja Friedensvertrag haben mit uns für 10 Jahre. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, 8 Jahre. 7 Jahre nur. 7 Jahre haben die Friedensvertrag. Jetzt, wenn wir das aber weitergeben, wenn wir das übertragen an die hier oben, an Garwal. Das hier auch an Garwal. Mal schauen, was wir dann aggressive Expansion haben. Da haben wir ja noch mehr. What? Habe ich vorhin nur mit Dili gemacht? Ah, vorhin nur mit Dili. Okay, das ändert quasi gar nichts jetzt. Das ändert gar nichts. Wenn wir das noch mitnehmen, haben wir 1, 2, 3, 4. Belutschistan 69 pro Jahr. Wenn mich nicht alles täuscht, 2 Punkte weniger. Ah, das könnte knapp werden. Kandisch 63. Ich würde es fast riskieren jetzt. Können wir Dili noch irgendwie dazu zwingen, dass die Nation entlassen? Dang hier oben. Guge hier oben. Hier drüben. Die sind halt dann gleich weg hier, die Provinzen. Tirhut. Wer hier? Wir bräuchten welche, die bei uns in der Nähe sind. Ist weg. Zang. Zang wäre hier oben. Das wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Zang hier oben. Also das merken wir jetzt mal. Zang hier oben. Das wäre hier Tirhut. Das wäre ja fein. Das hier wäre richtig gut. Ut heißt das. Aber da können wir nichts an... Okay, wir machen Ut. Wir lassen Ut frei. Vielleicht können wir die vasalisieren oder dann übernehmen. Ach, und das ist auch wieder dann aggressiv. Jetzt hör aber auf. Nee, da hat sich jetzt nichts getan. Das ist gleich geblieben, wenn wir die befreien. Ich werde das mal riskieren mit den 69 Punkten. In der Hoffnung, dass wir mehr als 2 Punkte abbauen pro Jahr. Gut, ansonsten Verträge aufkündigen geht nicht mehr. Vielleicht noch irgendwas anderes? Nee. Wir haben bereits 100. Wir können uns nicht mal mehr Geld nehmen. Gut, dann machen wir das. Okay, wird schon schief gehen. Gut, also, wie sieht's aus? Belutschistan 69, das ist egal. 134, 101, 253. Oh, sind die jetzt, oh, jetzt sind die aber doch zu viert. Shit. Nein, Kandisch ist ja auch mit dabei. Oh oh. Wir haben Belutschistan fällt weg und Dili fällt weg. Kandisch 63. Punjab. Und Timuridenreich. Nee, 3 sind es nur. Okay, passt. Alles in Butter. Bring unsere Truppen heim.
und werden wieder drillen. Oben 40. Und hier 41. Wir haben eine Mission abgeschlossen. Und zwar beansprucht Dili zurück. Wir bekommen dafür 20 Prestige. Erhält 80 Verwüstung in Dili, erhält 435 Dukaten, 15 militärische Machtpunkte. Wir verlieren Punkte, Entwicklungspunkte in Dili, erhalten Grundsteuer in Ujain, Punkte in Ujain. Monument von Dili bis zum Ende des Spiels mit Prestige, jährlich 0,5. Okay. Ach, das haben wir schon? Habe ich jetzt das... Hä? Nee. Jetzt. Okay. Der Fall Delis. Dili ist die Stadt, die man von den muslimischen Sultanaten zur Hauptstadt Indiens gemacht wurde. Doch früher war es eine Stadt, die von den Rajputen regiert wurde. Als die Armeen von Mewar in die Stadt kamen, scheint es, als wäre es ihre oberste Priorität gewesen, das Ende der Sultanatsherrschaft einzuleiten. Auch wenn die Plünderungen nicht mit denen vergleichbar sind, als die Stadt unter Timurs Armeen fiel, wurden dennoch viele Denkmäler abgerissen und Schätze geplündert. Der Fall von Dili markiert einen großen Wandel in der indischen Politik und nur die Zeit wird zeigen, was als nächstes passieren wird. Schön. Ah, erfüllt sich unser Baum. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Missionen. Oh, da ist auch noch eine. 8. Moment. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Missionen haben wir noch abzuschließen. Die nächste wäre wahrscheinlich hier unten, dass wir uns hier unten das holen. Dann müssen wir nur noch nach Osten. Okay, erstmal laufen lassen. Wir haben jemanden mit hohem Freiheitsstreben, Garwal. Garwal wird momentan ja immer noch annektiert. Wir investieren mal Prestige. Beschwichtigen ihn etwas. Wir haben immer noch zu viele diplomatische Beziehungen. Das sollten wir aber jetzt den Malus weghaben. Mittlerweile. 5 von 4 wieder. Okay. Wir haben immer noch die Staatsehe mit Orissa. Das dauert länger als gedacht. Schade. Hallo Val. So, und jetzt müssen wir hier natürlich bei euch schauen. Bündnis. Ob wir hier dann reinkommen. Der hat auch mewarische Grundsteuer im Vergleich zu Udische 57. Was ist denn Udische? Udische. Ups. Ach so, Udische hier. Dann müssen wir dich militärisch übernehmen. Hilft alles nichts. Bei ihm klappt das ja offenbar auch nicht. Nee, Moment. Mit dich. Partner haben wir. Wen haben wir denn da noch mit dabei, bei dem es nicht geklappt hat? Nepal. Nepal war es dann. Hier oben. Das war's. Da müssen wir noch 15 Punkte wegbekommen. Das wird nicht klappen. Das wird leider nicht klappen. Die Frage ist nur, wenn hier steht mewarische Grundsteuer im Vergleich zu nepalesischer Grundsteuer, gehe ich mal davon aus, dass wir mehr Grundsteuer haben müssten, damit wir ihm die Vasalisierung anbieten können. Na gut. Wenn ich jetzt mit ihm ein Bündnis mache, haben wir das Problem, dass wir nach dem Bündnis ja wieder einen Waffenstillstand haben. Ich würde da erstmal nichts machen. Weil ich nicht glaube, dass wir hier auf die 70 kommen. Das geht nicht. Na gut. Lassen das mal laufen und wenn wir die dann vielleicht in 10 Jahren dann angreifen oder so. 1603 in 5.
5 Jahren könnte man die schon angreifen, aber da ist dann immer noch der die aggressive Expansion zu hoch. Wir erhalten diplomatische Machtpunkte, aber auch Inflation. Also, oh, 12% Inflation. Wir werden das mal etwas erdrücken.